Guten Tag, alle miteinander. Jo, da hat man mal ein Video über Erdbeeren gemacht und einen Tag später bekommt man dann mitgeteilt, dass mein Garten jetzt dem Sächsischen Kleingartenverband gemeldet werden muss, weil sich wohl zu viele, vorwiegend schätze ich mal ältere, Gartenmitglieder hier beim Vorstand beschwert haben. Tja, jetzt habe ich das Glück, dass der Vorstand ungefähr in meinem Alter ist und wir uns schon vom Fußballspielen her kennen, aber ach, der ist halt zwischen den Stühlen. Ne? Auf der einen Seite hat er die ganzen Leute, die sich über meinen unliederlichen Garten beschweren, und auf der anderen Seite hat er mich, den er ja auch irgendwo verstehen kann, aber ja, das ist halt so in der Demokratie, ne? Wenn sich zu viel beschweren, dann muss halt das der Weg des Gesetzes gegangen werden. Ja, und da habe ich mir gedacht, guckst du halt mal das Kleingartengesetz so an, mal gucken, was da so alles drinsteht. Ob da irgendwas vom Rasenmähen drinsteht, zum Beispiel. So, und zwar gibt es das Kleingartengesetz, das Bundeskleingartengesetz. Ne, da stehen aber hauptsächlich drin, wie groß ein Garten sein darf, wie groß eine Gartenhütte sein muss. Da steht nichts unbedingt drin, was man so anpflanzen soll. Und zwar dafür gibt es dann die Rahmenkleingartenordnung, hier speziell für Sachsen. Und die ist zuletzt am 6.11.2009 aktualisiert worden. Gut, wollen wir mal gucken, ob wir irgendwas über Rasenmähen finden. So, Absatz 1.1. Ein Kleingarten ist ein Garten, der zur nicht erwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung von Gartenbauerzeugnissen und zur Erholung dient. Okay, also musst was anbauen und musst dich wohlfühlen. Erster Artikel. So, 1.2. Erhalt, Pflege sowie Schutz von Boden, Wasser und Umwelt sind Gegenstand der kleingärtnerischen Betätigung. Also, du musst den Boden schützen, das Wasser schützen, sauber machen, wenn es geht, ne? Und die Umwelt schützen, natürlich. Ne? Sowie der Arten- und Biotopenschutz ist, soweit die kleingärtnerische Nutzung nicht beeinträchtigt ist, zu fördern. Okay, also die Arten, die es hier so gibt und das Biotop, ne, das soll gefördert werden, soweit eine kleingärtnerische Nutzung nicht beeinträchtigt ist. Das würde ich gerne mal näher definiert haben, ne, wie da jetzt eine kleingärtnerische Nutzung da beeinträchtigt zu sehen wäre. Da ein kleines Fragezeichen. So, der dritte Punkt wäre Brandschutz einhalten, ist klar. So, jetzt kommen wir zum Artikel 2. Absatz 1, also 2.1, nur vom Pächter und von deren Haushaltspersonen, sowie, also ist der Garten zu führen und Nachbarschaftshilfe kann bis zu 6 Wochen unangemeldet passieren und wenn der Nachbar länger als 6 Wochen in deinem Garten helfen sollte, musst du dessen Vorstand melden. Ja, ist ja klar. Ne? So, Absatz 2, der Kleingarten ist in gutem Kulturzustand zu halten und ordnungsgemäß zu bewirtschaften. So, gucken wir uns mal an, was die Definition von Kultur ist. Ist ja irgendwie Ur, ist ja mit drin. Und welche Ordnung gerade eben aktuell ist, weil hier ordnungsgemäß zu bewirtschaften steht. So, eine kleingärtnerische Nutzung ist gegeben, wenn der Kleingarten zur Gewinnung von Obst, Gemüse und sonstigen Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Erholung dient. Mindestens ein Drittel der Gartenfläche ist dem Anbau von Obst und Gemüse vorbehalten. In Fragen der kleingärtnerischen Nutzung wird einem Kleingärtner empfohlen, sich ständig weiterzubilden. Ja, habe ich ja eigentlich gemacht. Ne? Also habe mir viele Zeitschriften angeguckt, im Internet viel recherchiert. Ja, wollen wir mal schauen. Ein Drittel, haben sie gesagt, muss mindestens benutzt werden. Da gehören Zierpflanzen mit drunter, Obst, Gemüseanbau und meine gartenbaulichen Erzeugnisse. Ja, sieht alles total wild aus, ne? Aber gucken wir mal genauer hin. Hier zum Beispiel sind Himbeeren. Ne? Also könnten wir hier diese 2 Meter mal, na sagen wir mal 3 Meter mal 3 Meter, also 9 Quadratmeter schon mal für die Himbeeren wegrechnen. Aber hier sind nicht nur Himbeeren, hier ist nämlich auch mein Radieschenfeld. Ne, wo ich im Frühjahr immer Radieschen geerntet habe, habe ich jetzt ein paar Radieschen stehen lassen und die sind geschossen
und machen jetzt diese Blüten hier, wo die Bienen was dafür haben. Und hier oben sind die Samen drin. Ne? Die werden dann von mir geerntet, habe ich gleich dann neue Samen für die nächste Generation. Ja, das hier ist auch mal mindestens ein Quadratmeter mittendrin in den Himbeeren, was dann auch schon mal genutzt wird. Hier den Rhododendron kann man als Zierpflanze sehen. Ne? Das sind auch noch mal gut 4 Quadratmeter. Hier hinten, ich esse gerne Brennnesselspinat. Also für mich gehören auch Brennnesseln zur Nutzung. Das hier ist eine Hecke, die ich hochgezogen habe. Gut, die müsste ich mal wieder beschneiden. 1,20 Meter ist da die allerhöchste Höhe, die gegeben sein darf. Ne? Hier, also mit einem zwinkernden Auge würde ich jetzt diese Brennnesseln hier, die wachsen ja auch nicht überall, wo man will, ne, die auch nur an bestimmten Stellen, auch mit zur gärtnerischen Nutzung zählen. So, hier ist das Gewächshaus mit den Melonen- und Tomatenpflanzen drin, in Symbiose, an Stricken. Mal gucken, ob das was wird. Ja, das Beet ist leider soweit. Das war ein Fehlschlag, auch mit Fehlschlägen muss man rechnen. Da habe ich mich weniger gekümmert, da wollte ich wilde Tomaten mal probieren. Also die hier, die machen sich schon noch ziemlich gut. Ne? Stichwort resistente Sorten. So, hier hinten haben wir gemäht, dass der Nachbar nicht direkt von meinem Unkraut belästigt wird. Hier, das soll eine kleine Schutzhecke werden, ne, damit die Sonne hier nicht ganz so stark auf den Rhabarber scheint Nachmittag. Da haben wir einen Pflaumenbaum, einen Ableger. Und hier hinten ist das Beet mit Hugo-Minze. Hugo-Minze und normale Minze sollte da eigentlich sein, aber die ist irgendwie weggegangen. Ja. Hier vorne, das müssten jetzt irgendwelche wilden Blumen sein. Na? Gut. Zugegeben, das hier ist schon ziemlich verwildert, aber hier geht es weiter mit Sand drum. Das sind Sanddornbäume, die zählen hier, und das ist ein Pflaumenbaum, da sind Pflaumen dran und ich habe den Wein hochwachsen lassen. Bis jetzt geht es dem Baum sehr gut, ne? Der trägt seine Pflaumen, wie es zu sein hat, und mal gucken, ob auch Wein dieses Jahr etwas größer wird als sonst. Mal gucken, ob wir irgendwas haben von der Klimaerwärmung. Also ist das auch alles bebaute Fläche hier hinten, ne, mit diesem Pflaumenbaum. Hier sind, wie gesagt, die Walderdbeeren. Und hehehe, die erste Libelle ist geschlüpft. Seht ihr sie? Da hängt sie auf ihrem Mantel und wartet, bis sie richtig reif ist. Ja, schön. Die erste Libelle. So. Da haben wir Rhabarber, das ist eine bepflanzte Fläche. Wenn in so einem Teich, also Teich ist bis 8 Quadratmeter, ne, darf ein Teich maximal groß sein nach Kleingartenordnung. Und das hier ist, wie groß ist denn das? 1,60 Meter mal 60 Zentimeter. Ein Quadratmeter vielleicht, 1,5. Ja, da kann man schon ein paar Badewannen reinstellen, bevor man dagegen das Gesetz verstößt. Ja, zu dem kommen wir später hier, zu dieser Nuss. Und hier haben wir mein Sorgenkind dieses Jahr. Tja, gekräuselte Blätter, nur ein paar Äpfel dran. Ja, sonst waren da immer viel mehr Äpfel dran gewesen. Also irgendwas hat der Apfelbaum dieses Jahr, aber ja, das ist sowieso nur so ein Ding auf Zeit. Hier ist ein riesengroßer Ast, der zur Seite weggewachsen ist, und an der Stelle hier ist damals auf eine Apfelbaumsorte ein anderer Apfelbaum aufgepropft worden. Der zieht jetzt die Hauptenergie raus, da sind auch ein kleines bisschen andere Äpfel dran als am restlichen Baum. Tja, und das ist ja, naja, mal gucken, wie lange es noch gut geht, sagen wir es mal so. Ich richte mich schon mal drauf ein, hier dann irgendwas anderes hinzupflanzen. Gut, das war natürlich selten dämlich gewesen letztes Jahr, dass ich hier alte Äpfel deponiert habe. Das sollte man tunlichst vermeiden. Ja, gut, das nehme ich mal auf meine Kappe. Dieses Gestrüpp, das wird im August meine Brombeerversorgung. Ne, jeden August mache ich so eine Art Brombeerkur. Jeden Tag eine schöne große Schüssel voll. Und
Ich brauche das mittlerweile. Das ist für mich zur Erholung. Ja, also ist diese ganze Fläche Brombeer. Und auch diese ganze Fläche hier vorne ist Brombeer. Da werden jedes Mal noch viele Leute mitversorgt, die sich da Marmelade oder sonst was davon machen. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Bis jetzt war es ja ziemlich trocken, aber naja, geht schon halbwegs. Die Himbeeren sind schon reif. Und da wurde mir auch zugetragen, dass ich das doch auch mal sauber machen sollte. Hey, sauber machen. Wie will ich denn da noch irgendwas sauber machen hier? Ich bin total froh, dass der ganze Boden, ne, dass da überall Blätter drüber sind, dass die Feuchtigkeit gehalten wird, wenn es mal ein bisschen regnet. Ne, da bin ich froh über die paar Brennnesseln, die hier sind. Auch hier hinten über die Brennnesseln bin ich froh. Und über die Zaunwinden, diese weißen Blüten da. Da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, ne? Die Brombeer-Zaunwinden-Symbiose. Also ich konnte bisher nur feststellen, dass die Pflanze abgestorben ist, wenn ich die Zaunwinde abgemacht habe davon. Ne, habe ich sie dran gelassen, hatte ich wunderbare Brombeeren. So viel zur Symbiose der Natur. Ja, Klugscheißer, wa? So, hier ist auch noch eine bepflanzte Fläche. Das hat mir mein Vorstand gesagt, dass ein Gartenteich dann als bepflanzte Fläche gilt, wenn eine Seerose drin wäre. Da ist die Seerose. Aber ich glaube, schon jetzt haben wir von den Quadratmetern mehr als ein Drittel. Ja, das soll das Wohnzimmer werden. Wie gesagt, hier wird dann im späten Juli oder im August dann mal gemäht, dass das hier wie ein Teppich wird. Dann werden hier ein paar Bänke reingestellt, vielleicht eine Hollywood-Schaukel. Ja, dann hat man hier mehrere Räume, wo man durchgehen kann, ne, wo man was machen kann. Hallo, guten Tag. Ach, der Nachbar ist auch da, wunderbar. Ja, hier sind schon ziemlich viele Tiere rumgewuselt, so wie es sieht, wie es aussieht. Ist schon mal benutzt worden. Ja, aber ich rechne ja mal damit, dass es mal wieder sehr warm werden wird. Und da bin ich echt froh, dann hier einen grün überdachten Raum zu haben, ne, wo es wenigstens etwas aushaltbar ist. Ja, und wie gesagt, ne, dieser grüne Raum hier ist eine Pflaume und Sanddorn sind da hinten. Ne, das sind alles Pflaumenbäume, die hier sind. Also bepflanzte Fläche. Ja, gut. Haben wir es jetzt durch mit der bepflanzten Fläche? Ich denke schon. Na, die Birken dürfen natürlich nicht hier stehen. Die werde ich dann im August spätestens fällen. Aber solange es so heiß ist, bin ich froh, dass hier noch ein bisschen Feuchtigkeit rangezogen wird durch den. Ne, das heißt, die Birken ziehen Feuchtigkeit, ne? Aber die ziehen die Feuchtigkeit an. Ne? Dieses An ist ganz wichtig dahinter. Ne? Und ich will ja, dass hier durch dieses ganze Beet Feuchtigkeit gesogen wird. Da bin ich ganz froh, wenn hier ab und zu mal eine kleine Birke wächst. Die wird dann natürlich wieder abgekappt, ne? Aber wenn die Wurzeln nicht rausgemacht werden, kommt sie jedes Jahr wieder. Das Erdbeerfeld kennt ihr ja. Das ist ja auch nichts Neues für euch. Ja. Also so von den Quadratmetern her ist eine kleingärtnerische Nutzung für mich eindeutig erkennbar. Das sieht auf den ersten Blick auch nicht vielsagend aus. Hier sind zwei Sonnenblumen, die erkennt man. Aber hier ist mein Kartoffelfeld. Die sehen dieses Jahr nicht gerade berauschend aus, aber halten sich trotzdem wacker. Hier hinten sind welche, da sind welche. Überall. Hier, der geht es richtig gut, der Kartoffel. Die verdrängt die Sonnenblume hier. Und wir wollen ja resistente Sorten haben. Wurde mal irgendwo gesagt. Ja, da kommen wir später dazu. Hier sind die restlichen großen Erdbeeren und nochmal so meine Hand im Größenvergleich dazu. Ne? Also wenn das keine resistenten Pflanzen sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, hier ist vielleicht noch schöner zu sehen. Gut, da hinten ist der Kompost mit dem ganzen Gestrüpp, was ich so vom Rand entfernen muss, dass es nicht aus meinem Garten rauswächst. Zu dem Gestrüpp kommen wir später auch nochmal. Und hier ist noch ein überwachsener Teich. Da ist auch ein Teich da irgendwo unten drunter.
Der hat aber auch nur eine Maximalgröße von vielleicht 2 Quadratmetern, kann man sagen. Hier noch ein Apfelbaum. Und hier noch so ein Bestäuberapfel, aber da weiß ich auch nicht, wie lange es noch macht. Der ist schon 2-3 Mal umgepflanzt worden. Der Hauptstamm ist irgendwann mal in der Mitte gekappt worden, von wem auch immer. Naja, mal sehen, wie es wird. Weiter im Text. So, Artikel 2 Absatz 3, Bewuchs, Gehölze, in Klammern außer Obstbäume. Wichtig, außer Obstbäume. Höher als 3 Meter sind nicht erlaubt. Na? So, und da habe ich schon mal eine kleine Anmerkung dazu. Die Haselnuss zum Beispiel, ne, ist dann in dieser Tabelle, da gibt es dann so eine Anlage mit dran. Ne? Und da wird die Walnuss darunter geführt, dass sie nicht erlaubt wäre. Generell. So, jetzt ist aber die Haselnuss laut Wikipedia ein Schalenobst. Also hier beißt sich irgendwo was, ne? Merkt man. Ja, und infolgedessen, ne, wenn ich mir so eine Haselnuss angucke und meinetwegen mal so eine Eichel daneben lege, sehe ich eigentlich keinen großen Unterschied, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ne? Beides eine Schale, innen drin ist sowas Weißes. Ne? Ja, also sind meiner Ansicht nach auch Eichen ein Obst. Ja, und die Obstbäume kann man ja im Garten so hoch wachsen lassen, wie man will. Also mein Apfelbaum, der ist bestimmt 6-7 Meter hoch, wenn es reicht. Hier sind einige Kirschbäume, die sind bestimmt an die 10 Meter oder noch höher. Ja, wo ist denn da das Problem, den Haselnussbaum so hoch zu wachsen oder eine Eiche? Tja, ich weiß das jetzt. Hauptsächlich durch dieses Eichelbrot-Thema. Ich verlinke dann hier unten drunter nochmal, dass man auch aus Eicheln lecker Brot machen kann und dass das früher angeblich mal gang und gäbe hier gewesen ist, bis da ein großes Naturereignis das alles so gemacht hat, dass die Eichen erstmal alle abgestorben sind, wir eine Notlösung gebraucht haben durch dieses Getreidezeugs und ja, jetzt hätten wir eigentlich wieder die Zeit, wo die Eichenbäume richtig loslegen könnten. Und jetzt müssen wir mal aus die Pötte kommen, um da mal naturrichtig zu handeln und uns auch nicht so viel Stress zu machen. Ja, wie gesagt, ich weiß das, ihr wisst es, mein Garten weiß das höchstwahrscheinlich auch. Eichenbaum Nummer 1, der von selber hier gewachsen ist. Eichenbaum Nummer 2, der hier gewachsen ist. 3. Daneben Nummer 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 und 12, Nummer 13. Nach dem 13. Baum musste ich ganz schön lang suchen, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es genau 13 sind, 13 Eichen. Die mein Garten hier wachsen lassen will, aber wenn die Gesetzeslage so bleibt, leider nicht wachsen können. Oh, es tut jedes Mal extrem weh, so einen rausreißen zu müssen. Naja, ihr könnt mir aber Bescheid sagen, wenn ihr welche haben wollt, ne? 13 Stück wären da. Ich würde sie euch ausbuddeln und zuschicken. Vielleicht haben sie dann irgendwo anders ein schönes Leben. Bis die Gesetzeslage hier soweit ist oder die äußeren Umstände so werden, dass die Gesetze scheißegal werden. Egal wie, irgendwie muss es mal so werden, wie es in den Gesetzen hier steht. Wäre mal schön. Bis jetzt steht nichts drin von Rasenmähen. Ich habe noch nichts gefunden. So. Artikel 2 Absatz 4 regelt die Abstände. Das ist in Anlage 1 zu sehen. Könnt ihr mal selber gucken. Das ist zwischen den Pflanzen. Absatz 5 steht, dass Neophyten verboten sind, also irgendwelche Pflanzen, die von weit entfernten anderen Orten hier angesiedelt worden sind. Also alles, was da nach 1492 der angeblichen Entdeckung Amerikas, was ab da irgendwo ist, soll dort bleiben. Na, sag das mal den Vögeln.
Gut, okay. Aber wir wissen schon, wie es gemeint ist, ne? Man kann es natürlich schon ins Extreme treiben. Es gibt ja schon einige Pflanzen, die sind da nicht so toll. Ich glaube, das ist damit gemeint. So. Absatz 2.6 ist die Gartenbewirtschaftung. Das wird interessant. In der Gartenbewirtschaftung sind die Grundsätze des integrierten Pflanzenbaus, also in Klammern eine hohe Bodenfruchtbarkeit, optimale Gestaltung aller Kultur- und Pflegemaßnahmen. Das ist das alleroptimalste, was es gibt. Ne? Das ist das Optimalste. Gezielte und bedarfsgerechte Durchführung von Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen anzuwenden. Ne? Pflanzenschutzmaßnahmen sind da für mich jetzt, ne, fremde Pflanzen, die da nicht reingehören, rausreißen. Ne? Ahornbäume oder irgendwas, wo man so erstmal keinen direkten praktischen Nutzen hat. Auch Ahornbäume haben ihren Nutzen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass Ahornbäume keinen Nutzen haben, aber ich denke, Eicheln haben mehr Nutzen. So. Und dann steht da noch, die ökologische Gartenbewirtschaftung wird unterstützt. Also die ökologische. Es wird auf das Anpflanzen von resistenten Obst- und Gemüsesorten sowie Zierpflanzen orientiert. Also im Gesetz steht, dass wir resistente Obst- und Gemüsesorten haben wollen. Das heißt, resistent ist das, was wächst und dann selber Samen bildet und die Samen dann wieder da irgendwo aussät und nächstes Jahr wächst da wieder was. Ne? Das heißt resistent. Ne? Das heißt in meinen Augen resistent. So. Pflanzliche Abfälle sind zu kompostieren und den Boden wieder zuzuführen. Auch ein ganz wichtiges Thema. Ne? Ich habe hier jedes Jahr einen riesengroßen Berg von Hecke, ne, den ich wegschneide, damit die Maße eingehalten werden hier rundherum. Und bei uns ist es noch gang und gäbe, da jedes Jahr zum Höhenfeuer oder Hexenfeuer, wie man sagt, das ganze Zeugs zu verbrennen. Es hat ganz schön gedauert, ehe ich mir einen Häcksler besorgt habe. Ne, der Häcksler hat jetzt 1,6 kW, jetzt brauche ich noch die Batterieanlage und den Wechselrichter dazu, dass der hier gut betrieben werden kann. Aber ich bin auf dem Weg, ne, es läuft. Bei mir wird demnächst hier alles gehäckselt und wieder im Kompost zu Erde gemacht, anstatt das jedes Jahr in die Luft zu pulvern. Gut. 2.7. Die heimische Flora und Fauna sowie Nützlinge sind durch alle geeigneten Maßnahmen zu fördern und zu schützen. Ja, jetzt weiß ich zwar nicht so richtig, was unnütz ist im Garten. Auch Schnecken sind ja ganz nützlich, ne, wenn die sich auf diese schwachen Pflanzen, die nicht resistent sind, draufstürzen und daraus wieder schöne Kacke machen, wo wieder schöne Erde draus wird. Ne? Also von daher, Ameisen sind in meinen Augen ziemlich wichtig. Also deshalb kann ich auch bei mir gar keinen Rasen mehr mähen, ne, weil überall Hügel sind, was die Ameisen da bevölkert haben. Und ganz viele verschiedene Ameisenvölker habe ich bisher gesehen. Helle Ameisen, rote Ameisen, schwarze Ameisen, große Ameisen, kleine Ameisen. Ne, die kommen hier alle super zurecht. Auf einigen Pflanzen, vor allem Disteln dieses Jahr, sind Läuse. Ne, und da krabbeln dann die Ameisen lang, tun die melken. Die Marienkäfer sind da, machen ihr Sach mit. Also, ja, welche Schädlinge gibt es denn in so einem biologischen Naturgarten? So, dann kommen wir erstmal zum letzten Absatz, der für mich hier wichtig gewesen ist, weil wenn ich die anderen Absätze alle aufzähle, dann kriegen ein Haufen meiner Gartennachbarn echt Probleme. Die will ich mal so ein bisschen noch, aber da geht es dann gar nicht mehr um Rasenmähen, da geht es dann um die Größe von dem Pool und lauter solche Sachen. Das geht mich erstmal nichts an, ne? Und ja, auf fremden Gebieten können andere kämpfen. Aber das erste Gebiet hier, ne, diese ersten Absätze, die wichtigsten Absätze, liegen mir am Herzen. Wie so ein Garten nach den neuesten Gesetzesrichtlinien bewirtschaftet werden sollte. Und da steht bis jetzt nichts von Rasenmähen drin. So. 2.8 steht noch, dass auf chemische Mittel und die Anwendung von Unkrautbekämpfungsmitteln und Salz in jeglicher Form zu verzichten ist. Ja, finde ich gut, dass es mittlerweile reingeschrieben ist. Sollte auch mal an die Ohren einiger hier kommen. Und ja, vielleicht ja, mal zum Schluss noch, ne, warum ich da so hinterher bin. Es ist ja alles, auch diese ganzen Gesetze, die sind ja daraus erwachsen, wo wir herkommen.
Ne? Und in der Wissenschaft werden immer wieder neue Sachen rausgefunden, so wie auch in der Betrachtung der Natur, ne? Vor allem in diesem Zusammenwirken der Natur, wie diese ganzen einzelnen Pflanzen zusammenwirken. Das ist jetzt auch schon öffentlich durchgedrungen, wie ich hier sehe, so an diesen ersten Artikeln aus der Rahmen kleiner Gartenordnung für Sachsen. Also ich mache ein großes Daumen nach oben. Ich bin dabei mit allem, was geht. Und jetzt wäre es schön, wenn die Älteren, die aus Notsituationen heraus ihren Garten bewirtschaften mussten und wirklich jede kleine Fläche mit Monokultur oder so gut es ging bewirtschaften mussten, weil sie sich eben irgendwie durchbringen mussten. Ne? Das geht auch. Ne, aber das ist ja dann schon fast wieder naja, alles mit einjährigen Pflanzen bestücken sozusagen. Ne, jedes Jahr wieder von neuen Pflanzen hin. Das ist eigentlich verboten nach dem Bundeskleingartengesetz. Ne, das entspricht nicht der Kleingartenordnung. Ne, in der Kleingartenordnung steht jetzt, dass resistente Pflanzen gewollt sind, ne, dass das Biotop zu fördern ist, dass die Flora und Fauna zu fördern ist. Und ja, dass man selbst was davon ernten kann. Gut. Ja, und wenn es so ist, dass wir am Ende einer kleinen Eiszeit sind, dass sich das Klima hier jetzt schon ändert, dann sollte man auch wieder auf die naturrichtigen Anbaumethoden zurückkommen, die hier an diesem Ort am optimalsten für uns sind. Ne? Mit der größten Effizienz, das heißt der größte Nutzen bei dem geringsten Aufwand. Ne? Ein bisschen was muss man schon machen. Also nichts gemacht habe ich ja nicht. Ne? Ich habe schon meine Pappen an die Stelle hingelegt, wo ich dann bestimmte Pflanzen haben will und wo ich bestimmte Pflanzen nicht haben will. Das ist halt so bei den Permagärtnern. Ne? Die rennen immer mit Pappe rum und ein bisschen Erde und dann legen sie Pappe an die Stelle hin, die anders werden soll. Dann haben sie Erde drauf, dann wird die Pflanze dahin gesetzt, die vielleicht da resistent werden soll. Dann wird geguckt, was passiert. Ne? Und den Rest sucht sich der Natur dann selber aus. Und über 50% der Pflanzen, die hier wunderbar vor sich hin wachsen, da habe ich gar nichts dazu gemacht. Ne? Die haben mir Tiere hergebracht, irgendwelche Vögel hingekackt, irgendwelche Ratten und Mäuse in die Erde gelegt. Ne? Also da gehen mehrere Möglichkeiten. Manchmal kann man sich auch ein bisschen überraschen lassen. Und dann zeigt einem die Natur manchmal, was man braucht. Das weiß man manchmal ja gar nicht. Ne? Kriegt man dann erst mit, wenn man es sieht. So, was ich mir jetzt hier noch notiert habe als letztes, ist in der Anlage 2 wird geschrieben, dass es eine ganz, ganz gefährliche Pflanzenkrankheit gäbe, die da Feuerbrand genannt wird und die ist meldepflichtig. Ne? Also so wie bei uns das vielleicht bei AIDS und Krebs ist. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, ne? Dass diese Krankheiten auf alle Fälle gemeldet werden müssen, ne? Damit die ordentliche Behandlung eingeleitet werden kann. Also wird bestimmt auch ein Sinn dahinter sein, ne, warum das dokumentiert werden muss, aber der steckt meistens hinter dem Hauptgedanken. Und hier denke ich auch mal, dass es bei dem Feuerbrand so ähnlich ist, weil wenn die Pflanzen auch nach den 5 biologischen Naturgesetzen sich verhalten, dann ist das ja irgendein Konflikt, was die Pflanze hat, ne? Und da würde ich mal einfach mal die Diskussion anstoßen, was ihr meint, was dieser Feuerbrand denn eigentlich sein könnte, wenn man es nach den 5 biologischen Naturgesetzen definieren kann. Ne? Weil auch in der Pflanzenwelt dürfte es dann eigentlich nichts unbedingt geben, was ausschließlich durch ein böses Bakterium da, was durch Wind und Wetter umhergetragen wird, dann auf einmal alles infiziert und alles abtötet. Ne? Das war bisher nicht und ja. Aber irgendeine andere Ursache muss es ja geben. Und da wäre ich mal noch interessiert dazu. So, das war es jetzt erstmal. Ich habe nichts gefunden zum Rasenmähen. Nach meinen Gesichtspunkten mache ich ja alles richtig. Ne, in meinen Augen ist das ein guter Kulturzustand. Und wenn man nach den Ordnungen geht, die momentan in der Wissenschaft herausgefunden, bewiesen und bestätigt worden sind, dann läuft ja auch alles ordnungsgemäß ab. Danke für eure Aufmerksamkeit und vielleicht konnte ich den einen oder anderen damit bestätigen oder zumindest die Sichtweise auf irgendwelche Biogärtner relativieren. Ich wünsche euch was. Ahoi. So, das war die Ausbeute von heute.
als Bonus.